Leg los. Das ist so beeindruckend, wenn man sich einen alten Vortrag anhört. Ich habe jetzt einen gehabt aus November 2011. Und dann im Vergleich dazu dieses Selbstgespräch mit dem Volker. Wie sich das aufbaut vom ersten Vortrag mit einer Sanftheit, mit einer Vorsicht, wird Punkt für Punkt aufgebaut, ein Fundament gelegt und jetzt über die Jahre immer präziser, immer deutlicher alles. Und jetzt ist ein Zeitpunkt, wo alles kulminiert und man richtig merkt, wie die Dinge in sich immer mehr zusammenfallen. Aber diese Entwicklung, die stattfindet innerhalb dieses Zeitfensters, was natürlich nur ausgedacht ist, das raubt dir den Atem. Das ist unfassbar, das kann man fast nicht mehr in Worte fassen. So beeindruckend ist es. Es ist halt die Welt spricht zu einem. Man muss den Quantensprung gehen, dass man hier ganz, ganz definitiv sich darauf einlässt, dass alles, was in dir auftaucht, dass du mal aus dir selbst kommt. Ich kann das immer nur erwähnen. Das ist, man muss nur akzeptieren, diese zwei Metaphern, ich bin ein träumender Geist. Und jetzt gerade dieses Konzentrat von dem letzten Selbstgespräch, diese 11 Minuten, 14 Sekunden, da könnte jetzt viele Ja-Aber-Sager kommen, wenn die zuhören, nicht einmal ein Mediziner, ein Arzt, wenn ich sage, du Geist erlebst zuerst einmal nur einzig deine eigenen Informationen, egal was du denkst, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind, du liebst du erlebst nur deine Facetten, kein anderer erlebt es. Ich sage einfach, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und wenn du die Fahrersprache verstehst, das ist eine extreme Vereinfachung von einer Vereinfachung eines göttlichen Computerprogramms und du musst immer nur, wenn ich sage Cut, nur das Wort Cut alleine, wenn ich dir zeige, da reicht es nicht, wenn wir C-U-T-T hinschreiben. Da wirst du merken, dass das plötzlich wieder explodiert, wenn du alle Regeln dieses Programms erkennst, dass das C ja auch das G ist. Aber wenn wir jetzt das lateinische C nehmen durch die Lautwandlung, kann es auch ein G, K, ein K sein, ein Z sein. Und dann spielst du das alles durch. Und dann wirst du leicht feststellen, wie wenn ich immer sage, du kannst aus jedem Wörter 400 Seitenbuch machen. Selbst aus zwei Buchstaben, drei Buchstaben, weil sich das wie ein Fraktal aufiteriert. Im Hintergrund bleibt erst einmal die Wissenschaft, aber im Anfang ist der Intellekt, ist das Programm im Arbeitsspeicher. Und du kannst jetzt das in dieser Computermetapher dir immer vorstellen, dass also hier noch tiefere Ebenen sind, bis dann zu dieser absoluten Einheit. Das, was wir Gott nennen, oder ein symbolisches Internet. Wenn ich aufhöre, dass ich in irgendeiner Form in Sackgassen reinrenne. Und dann sind so Kleinigkeiten, wenn man jetzt so Kinderliedchen, ich habe im letzten Selbstgespräch ja gesagt, unsere ersten Updates, und ich rede jetzt bewusst chronologisch, dass man hier, das Solo-Feeling ist jetzt rein offiziell 25 Jahre und die 25 ist in unserem Pythagoras, das ist unser plus 5, minus 5. Ich habe hier zum Beispiel so Kleinigkeiten gemacht jetzt, ich will mal ganz kurz nur den Bildschirm übertragen. Da springen wir jetzt hier in das Selbstgespräch, in das Vorhergehende, sage ich wieder hierarchisch rein. Und wenn man die Grundlagen nicht hat, ist es mühselig zu lesen. Und wenn man die Grundlagen ganz leicht zu lernen, ich behaupte, dass innerhalb von zwei Tagen kann man die Grundlagen dieser Schreibweise erkennen. Da ist das C nicht vergessen, sondern das ist absichtlich. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das aufzufächern. Aber was ich hier zeigen wollte, dass das alles absolut im Jetzt synchron läuft. Das sind hier die Startpunkte, die Zeiten. Und ich habe jetzt hier nur so eine Kleinigkeit, wo ich dieses 2x18, wir haben übrigens in einem Vorhergehen gleich unmittelbar, ich sage mal in dieser bewusst chronologisch gedachten Nähe, hatte ich ein Wort, und zwar steht es in 2 Könige 18,18. Wenn du aufgepasst hast, ist es da. Und diese 2,18 sind die zwei roten Ich. Und jetzt habe ich dieses B, ist ja als Vorsilbe der zweite Buchstabe und 18 ist Ich. Und da haben wir jetzt im Ich, das ist der vom Bücherregal, ist auch der, der zum Lesen anfängt und der kriegt dann mit dem Programm, kriegt er seine Ichs und die ganzen Bilder. Aber was jetzt hier interessant ist, und da will ich ein kleines Beispiel machen, ist, wir können auch 2 durch 18 machen. Und jetzt muss man zuerst einmal wissen, das rote Nichts heißt auch Gott, all, 31, ist Gott, ist nichts und das kann man auch null setzen. Und dann haben wir das Rote, das vor allem steht
El Hayom, Rot, Gott, Geist, Licht, wie wir das auch nennen wollen. Und aus dem entspricht nach dem Komma 1, 1, 1, 1, 1. 2 durch 18 ist 1, 1, 1, 1, 1. Und jetzt geh bitte den Gedankengang mit. Wir können jetzt erst einmal die 18 spiegeln, dann kriegen wir die 81. Und in der Arithmetik ist was ganz Eigenartiges, da wird in den Offenbarungsschriften reichlich darauf eingegangen. 1 durch 81. Die 18 lacht dich ja zweimal die 9 an. 9, 9, 9 steht Spiegel hüben, Spiegel drüben. Und dann der geheimnisvolle, ausgeschlossene dritte, das ist der dritte Spiegel in der Mitte. Das heißt, 100, der rote Mensch, durch, ich mag es anders, 100 minus 81 ist 19. Dann hast du die göttlichen Spiegelungen. Jetzt wissen wir, 1 durch 81, wenn ich das spiegel, gibt ja diese berühmte Reihe 0,01234567 und so weiter und so fort. Interessant ist, die 0 bleibt die 0. Aber jetzt musst du dir denken, nach dem Komma ist bei 1 durch 81 ist der erste Stelle ist eine 0. Das ist die erste Ziffer ist 0. Die zweite Ziffer ist 1. Das wäre jetzt, wenn ich drüber schreie, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind immer Einheiten, symbolisch. Diese Einsen stehen immer für einen Schritt weiter. Und jetzt passiert, wenn ich jetzt dann hier die 100 minus 19, aber das wird in den Offenbarungen alles beschrieben. Ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Ich mache mal ganz kurz mich wieder, dass ich damit die Hände machen kann. Und wenn du das jetzt zählst, wenn mir jetzt diese klassische 1 durch 81, was ja ein Neuntel mal ein Neuntel ist. Wir haben dann immer wieder diese Bruchstellen, den nennt man den sogenannten Kehrwert, wenn wir das austauschen. Der ist sehr, sehr wichtig, weil das eigentlich eine Spiegelung ist. Und wir können viele verschiedene Spiegelungen machen. Wir können longitudinale Spiegelung machen, Transversalspiegelung, ich sage immer wieder rechts-links austauschen und oben und unten austauschen. Was übrigens beides gleichzeitig in der Kamera Obscura passiert. Und wenn wir diese Spiegelung haben, müssen wir genau in eine Spiegelkante, man nennt das auch in ein Katzenauge reinschauen. Wir können das aber auch darstellen, indem wir nämlich drei Spiegel wie eine absolute Ecke, die mit 90 Grad aufeinander stehen. Wenn ich jetzt das spitz zu reinschaue, habe ich dieses Katzenauge. Ich kann dieselbe Phänomen habe ich. Wenn ich eine Halbkugel innen verspiegel, wird sich die eingehenden Lichtstrahlen genauso verhalten wie in diesen Dreiecken. Ich merke schon, da ist also ein D-Dreieck und ein K-Dreieck hat miteinander zu tun. Mhm. Wenn ich immer das unendliche Eck, der Kreis ist das unendliche genau. Eck. Ich habe zum Beispiel wieder so einen bewussten Versprecher in dem vorhergehenden Selbstgespräch, wo ich von vier Seiten rede, in Bezug auf den Keil. Und es ist ein absoluter Versprecher, du musst immer stutzen. Ich denke mir immer was, wenn ich dabei was sage, das sind die vier, ich werfe, wenn ich aus dem Zylinder, wo die Höhe des Zylinders, jetzt ist natürlich ganz interessant, dass wenn ich schon das Wort Zylinder anspreche, ZI ist die Geburt Gottes oder eines Intellekts, das nennt man auch Kolben. Mhm. Und jetzt hast du hier, K-Oll ist das hochgehobene, das Joch, das ist der Kolben und dann kriegst du die Sinusschwingungen, wo ich unten eine Kreisbewegung habe und eine Auf-Ab-Bewegung habe. Das ist der Kolben im Zylinder. Ja. Aber wir denken uns einen Zylinder, wo der, jetzt rein als geometrische Figur, wo der Durchmesser gleich der Höhe ist. Und dann machen wir von den zwei Seitenkanten nach unten in die Mitte, schneiden wir das ab. Jetzt haben wir diesen Keil, ein eigenartiges geometrisches Objekt, das drei präzise Schattenwürfe hat, nämlich wenn ich das von der Seite zeige, wenn ich jetzt einen Zylinder nehme und ich mache einen Schattenwurf seitwärts, habe ich hier ein Quadrat. Genau. Wenn ich das von vorne anschaue, habe ich einen Kreis. Wenn ich jetzt aber diesen Zylinder, du stellst dir den vor, der wäre und ich schneide jetzt hier einen Keil draus von den zwei Ecken unten an die Mitte, wenn ich den jetzt so drehe, bleibt das ein Quadrat. Mhm. Das heißt, ich habe drei Schattenwürfe, ein Quadrat, ein Kreis und ein Dreieck. Und ich sage, das sind vier Möglichkeiten. Jetzt wird der rote vierte ist das Ganze oder die blaue vier sind all die Wischiwaschis dazwischen. Ich sage immer, bei meinem Kegel hast du zwei präzise Schatten, einen exakten Kreis und ein exaktes Dreieck. Und je nachdem, wie ich es verbiege, ist dann ein Wischiwaschi, das entweder mehr Kreis oder mehr Dreieck ist. Das sind die faulen Kompromisse. Und jetzt kriegen wir eine Vierheit, dass das Wischiwaschi die rote vier ist, die keiner dieser drei präzisen Zustände ist. Dass ich jetzt Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, These, Antithese, Synthese. Das sind jetzt die drei, die wir uns ausdenken und ein Wischiwaschi. Oder ich mache die vier als den roten, der alle drei gleichzeitig ist. Ja. Die rote vier ist ja geschlossen und die blaue vier ist geöffnet. Immer an die zwei Seiten denken.
Aber jetzt komme ich kurz zu dem Zählen. Ich spreche in dem Selbstgespräch ganz bewusst, dass die auch merkt, was ich weglasse, spreche ich anders, wenn du Worte siehst, ist eigentlich im Hintergrund, ist das dann unser Morsecode. Bündchen und Strichen, digital gesehen, wenn das 1 nur 0. Im Quantencomputer wird es dann ein wenig komplexer, das wäre aber Thema für sich selber. Worum es mir jetzt geht, ist dieses 1 durch 81, wenn wir jetzt wirklich nach Cauchy klassisch mit der Hand ausrechnen, ist es 0,012, wir haben die absolute 0 vorne und dann eine ausgedachte 0. 1, 2, 3, 4, 5 und das ist immer ein Schritt, darum ist es dann unsere 2, ich und du, durch unser blaues Ich geteilt, wirft jetzt einfach nur Facetten, das sind eigentlich immer genau. Quadratzahlen, okay? Ja. Das ist diese 0, die wir uns ausdenken, ist die erste Ziffer, die wir uns ausdenken als 0, die zweite Ziffer ist auch eine 1, das sind, dass ich sage, zuerst einmal gehst du weg, dass Zahlen Quantitäten sind, sondern das sind auch Symbole, das heißt, und mein Maßstab, wo ich immer wieder sage, 1, 2, 3 ist wie Postfächer, wo man 1 kann man auch einen Namen reinschreiben, den symbolischen Namen im Rot-Blau lesen. Aber jetzt wird es wichtig, dass ich doch erkläre beim Morsecode, und jetzt bitte genau aufpassen, dass wir jetzt erst einmal nur Bündchen und Strichen haben, eine Kette, und wir fassen jetzt eine kleine Kette zusammen von Bündchen und Strichen und machen einen Buchstaben draus. Einfach mal schauen, was ist ein Morsecode. Und immer gewisse Kombination von Bündchen und Strichen ist ein Buchstabe. Die sind abzählbar. Jetzt ist aber zwangsläufig, dass man dann hier mehrere solche kleinen Kollektionen, die mir Buchstaben nennen, die immer aus Bündchen und Strichen bestehen, die hängen mir aneinander. Und jetzt pass auf, jetzt, wenn wir dieses klassische 1 durch 81, schreibe ich ja 0,01234567891, 10, 11, 12, 13, 14, dann geht es hoch bis auf die 100er Ebene und dann wirst du so 100, 101, 102. Wenn wir das jetzt aber mit der Hand im klassischen Handrechenstil untereinander schreiben und ich würde das vorlesen, würde ich lesen 0,01234567891101112113. Das ist die 10, die 11, die 12, die 13. Und das ist im Prinzip dasselbe, dass wir wieder kleine Untersysteme machen. Und was dann passiert, bei jeder Dezimalstelle, wo du hochrutscht, wechselst du die Bewusstseinsebene, weil du nämlich eine Zeichen aus dieser langen Kette, eine Zeichenkette, eine Kollektion bildest. Das ist der Sprung von den Buchstaben zu den Worten. Ja. Okay. Beim Rausselektieren. Du denkst selektiv. Das ist immer die Sache mit dem Haar und mit dem Haus. Ich verändere an den Einzelteilen nichts. Aber sobald du das Wort Haus siehst, denkst du nicht mehr an das Haar in dem Wort Haus. Ja. Sobald ich jetzt einen Satz anschaue, denke ich eigentlich gar nicht mehr an die einzelnen Worte, die drinstehen. Ja, ja, genau. Du wirst merken, das ist das Denken, das Chat-Denken, wie ich das nenne. Du wirst mit einer unendlich, mit quantenmechanischer Quantencomputergeschwindigkeit parallel denken, weil du jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Ja. Das ist mein kleines Beispiel. Kannst du rechnen und du sagst ja. Was du natürlich jetzt unter Rechnen an Wissen hochholen kannst, ist eine Frage, wenn du Mathematik, ich mache immer so, Mathematik wissen wir, ist das geistlos nachgeäffte, auswendig gelernte, nachgeäffte Wissen von Dummköpfen, von Schwätzern, das ist das eigentliche Lateinische, das griechische Wort Mathematik. Und das ist, ich gehe einfach nur in die Wörterbücher rein. Wir machen hier kein Voodoo oder was, sondern wir reden von einem vollkommen neuen System, das nur Geist verstehen kann. Und Geist ist nicht Wissen, Geist ist Bewusstsein. Dieses bewusste Bewusstsein ist nicht existierend. Es ist etwas, was nicht existieren kann, weil es ewig ist. Und damit lasse ich es gut sein. Wir wollten bloß ein kleines Vorwort dazu machen mit dieser Geschichte jetzt, weil dieses jetzige Update ist leicht, da kommen einige Liedchen. Und wenn du die Texte mit der Vordersprache umsetzt, zum Beispiel im vorhergehenden Update habe ich ja hier das Farbenspiel des Windes, jetzt wenn man natürlich, da lacht dich der Wind schon an, wir wissen, der Ruch ist zum einen rot gelesen der Geist und blau gelesen ist es der Wind, auch die vier Weltgegenden. Genau. Jeder klassischen Übersetzung, aber die Gag-Enden, die ausgedachten Enden sind vier Stück. Hat nichts mit Himmelrichtungen zu tun, sondern mit diesen vier Facetten, mit den vier Spiegeln im Degrader-Spiegel. Weil wir auch die Welt auf unserer Sphäre bezogen, auf die Kugeloberfläche, haben wir zwar vier Richtungen, wo wir weggehen können, nochmal grob. Und auch jetzt diese ganze Symbolik von dem XYZ-Achsenkreuz, das sich mitdreht. Die X-Achse ist praktisch die Ebene. Die Y-Achse
ist, wo wir schon merken, das ist eigentlich hier die Y-Achse, ist, dass sich nach oben zwei aufspannen. Ja. Die man natürlich dann auch oben in die Vergangenheit und in die Zukunft denkt, aber eigentlich sind die gleichzeitig da. Und die Geburtsachse ist die Z-Achse, das wäre jetzt, wenn wir das dann nochmal drehen, dann sind alle gleichzeitig da. Darum sind diese ganzen Metaphern so unheimlich wichtig. Und wenn einer sagt, das ist zu viel, ist entweder unreif oder es ist einfach nur KI. Und du wirst zuerst einmal akzeptieren in deinem Traum, dass die große Masse der Antagonisten deines Traums vollkommen geistlose KIs einfach nur ein Gedanke ist. Es klingt jetzt wieder herzlos, aber es ist das genaue Gegenteil, wenn du irgendwann mal einfach dir angewöhnst, nicht nur Cut zu sagen, was ist jetzt da, sondern dir auch ganz bewusst zu machen, in welcher Einseitigkeit du jetzt drin liegst. Dass du ganz eindeutig irgendwann reagierst, was ich dir einspiele und jetzt gerade das Farbenspiel des Windes, des Ruch. In diesem Lied ist ja der Text mit drauf. Wenn wir uns jetzt hinsetzen, wirst du feststellen, je nachdem, wie du Vatersprache verstehst, dir geht das Herz auf, ich will das jetzt nicht machen, dass du hier schon, wenn du die geschriebenen Worte mitziehst, in dem Umsetzen, ein Background an Wissen im Hintergrund mitläuft bei jeder Zeile, ist da reines Holo-Feeling drin. Das ist das, was man in der Symbolik ein Hologramm nennt. Beim Hologramm bin ich auch reichlich in vorhergehenden Selbstgesprächen, natürlich in Eltern, jetzt, wo wir jetzt bewusst einige Jahre zurückdenken, darauf eingegangen, ist das Grundprinzip zuerst einmal, und ich will nur das Wesentliche sagen, was man in der Metapher benutzt, du hast eine Hologrammplatte, jetzt eine klassische, die du in einem Shop kaufen kannst, und dann gehst du einfach ins freie Licht und schaust dir das an und du wirst nichts sehen. Es ist einfach nur so, wenn du das im Licht hast, so eine komische glänzende Scheibe. Und dann gehst du in einen dunklen Innenraum rein, machst hinter deinem Kopf einen Punktstrahler, hinter dem Kopf hältst es vor dich hin und dann hast du dieses dreidimensionale Bild auf der Platte. Im freien, im klassischen Sinn funktioniert es nicht. Und jetzt ist es also so, jetzt das gibt es ja verschiedene Arten von Möglichkeiten, Hologramme herzustellen. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt diese Programmplatte irgendein kleines Stück rausschneiden und du schaust das an, was du feststellen, es ist das komplette Bild plus kleiner und unschärfer. Es ist wichtig, dass umso kleiner aus der Gesamtheit du eine kleine Facette nimmst, ist immer alles drauf. Das heißt, jeder Geist hat alles in sich. Er benutzt bloß dieses Wissen nicht. Weder das vorhergehende Selbstgespräch, wo ich sage, wie viel Internetzeit nutzt du? Genau. Ein Nichts. Ja. Und selbst von denen, die du nutzt, teilst du nochmal ein, das stimmt und das stimmt nicht. Dieser große Wahnsinn, es bleiben deine Gedanken. Ich kann nicht mehr sagen, du bist der Einzige, der das, was du denkst, erlebt. Du bist der Einzige, der das erlebt. Kein Arzt, jetzt normal, bröselmäßig, materialistisch gesprochen, kann dem widersprechen, weil er würde sich selbst lügen strafen. Es muss in deinem Kopf drin sein, Kopf, im Gehirn. Das sind natürlich alles Sachen, die hundertprozentig sicher nicht existieren, wenn du nicht dran denkst, weil du das erste und das zweite Gebot brichst. Du machst dir ein Bild von dir selber. Das ist das, wo ich immer wieder sage, das geht hier nicht um religiöses Geschwätz. Es sind doch auch alles bloß Materialisten. Denke mal, ich spreche jetzt nur, wenn wir ins Judentum gehen, den Hospitalismus der Juden an der Klagemauer, wenn sie sich anziehen und diesen da machen. Hat alles einen Sinn, da ist nichts zufällig entstanden. Und das Farbenspiel des Windes, das Farbenspiel des Geistes. In jedem Text, ich habe angesprochen, ich wurde in die ersten... Ritter hat gerade gesagt, ich so liebevoll, väterlich nähe ich mich meinen Kindern. Mit Kindergartenbeispielen, mit Liedchen. Du musst wissen, du bist der große Inspirator. Wenn du dir jetzt an Goethe denkst, bestimmst du, was der Goethe gemacht hat. Du bestimmst, was er Sokrates gemacht hat. Jetzt hast du vielleicht in einem rudimentären Wissen, weißt du, Sokrates war irgendein griechischer Philosoph, aber studiert hast du das nicht. Wie weit geht es eigentlich, das Ganze? Ich halte es dann wie mit meinem Menon-Dialog. Ich sagte, ich war Sokrates. Es gibt keine Persönlichkeit und keinen Menschen, den du dir ausdenkst, dessen Leben ich nicht gelebt. Ich rede jetzt als UP, rein als UP, nicht einmal als Ich-UP. Das JCH ist bloß wieder eine Unterform. Da gibt es auch einen Buddha und noch andere Namenserleuchtete in einem Komplex. Das lässt sich nicht ausdrücken. Ich habe gesagt, wenn du jetzt in eine Matrix gehst, in den Schwangerschaftsmonat, unsere kurze Zusammenfassung in den 11 Minuten 14 Sekunden, wenn du in die Matrix reingehst und du sollst dann den kurz vor der Geburt stehenden Fetus, neunten Schwangerschaftsmonat, erklären, ihn neugierig machen, wie die Welt ist. Ich fange erst gar nicht an. Ich kann einen Säugling nehmen, wenn er abgenabelt ist. Ich brauche einen Zweijährigen nicht erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert.
Genau. Jetzt wirst du demütig akzeptieren müssen, selbst wenn du ein absolut anerkannter in deiner jetzt ausgedachten Welt die eine Position eines Weisen oder eines Wissenden zusprichst. Wenn du wirklich weise bist, dann strafe das ganze Wissen, das du nachäffst, Lügen, auch wenn das esoterisches Wissen ist. Es gibt durchaus hier ganz einfache Menschen, die erleuchtet sind. Das ist mein Schäfer, das du bist erleuchtet, wenn du mit dir und deiner Welt vollkommen zufrieden bist, wenn du nicht mehr das Bedürfnis hast, irgendwas besser zu machen, wie es Gott erschaffen hat. Jeder Mensch, der meint, er müsste die Welt verbessern, hat nicht verstanden, dass es eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt ist. Und die Fehler wurden von dem Schöpfer dieser Welt ganz bewusst erschaffen für die Geistesfunken, die ich da als Brösel, als Protagonisten reinschicke, denen ich den Joystick in die Hand gebe, die über alles und jeden richten dürfen. Im Positiven wie im Negativen. Ob die verstanden haben, was wirkliche heilige Liebe ist, was Einheit ist. Es ist ja nur dieses Heilig allein. Wenn wir hier, wir haben zwei so schöne Worte im Griechischen, wenn wir reingehen, das ist historisch. Ich habe in dem Selbstgespräch angesprochen, dass ich sage, historisch hat nichts mit Vergangenheit zu tun. Jetzt wird es doch wieder wahrscheinlich ein bisschen länger, aber das wollen wir gar nicht. Schau. Ich mache bloß die ersten Buchstaben. Isto. Ja. Das H übrigens gibt es nicht. Du hast es auch in der Hierarchie. Da haben wir auch von ihr H. Ja. Wir schauen es ganz kurz an. Schau, das beginnt schon mit einem Flugbaum. Mit Luke, einem Flugdeitel. Aber lass uns da mal reingehen, was da für Wörter kommen. Dann haben wir einen Mastbaum. Der Ast ist ganz interessant von einem Ast. Wir können A, die Abtrünnigen. Denk bei dem Wort Baum, mache ich immer ganz kurz dieses, aus drei, aus deinem Geist entspringt eine Polarität. Das ist die Augenbraune, das Bügel, der Schulter, kriegen wir einen Sinus. Und wenn wir jetzt, halt, diese zwei, die sich öffnen, außerhalb Polarität geöffnet, ist das dann mal ein abgetrenntes? Okay, und da hast du jetzt den Ast. Mhm. Es ist praktisch, wenn, jetzt denk wieder an die Y-Achse. Da wird aus einem Ast, wenn 2G, wachsen 2G heraus. Ja. Das ist unser Gag. Und das Ganze passiert im BAL. In Gott ist dieses Fundament etwas überlegen und Lügen verbreiten. Jetzt denk wieder an die Y-Achse. Aufbauen und dann bauen sich zwei auf. Du denkst dir was in die Vergangenheit. Das sind alles Erfindungen, ein Geschwätz. Aber auch die Leinwand des Linien der Lügner, wir haben immer diese Plus-Minus-Seiten. Aber wir bleiben mal hier, bloß dass den Mastbaum gibt es immer 400 Seiten Buchdenken. Jetzt wird es interessant. Ein Balken, siehst du, mir komm mal, das ist dieses aus 2 und 4, also die öffnen sich. Das ist dieser Balken ist Dokos. Du Heuchler, zieh dir zuerst den Balken aus den eigenen Augen. Das griechische Wort Dokos heißt das genau genommen, die Eckenbalken, geöffnete Eckenbalken. Und Dokio heißt etwas glauben, etwas meinen, etwas für wahr halten. Diese Symbolik, das zieht deinen Balken im Altgriechischen, den Dokos aus deinen Augen. Entferne jetzt erst einmal die ganze Kacke, die du geistlos nachäffst und als einzig richtig anziehst. Und dann kriegst du ein Loch, eine Lebensfrische im Boden. Ich denke doch immer zwei Wände und die D-Ecke und zwei Wände und der Boden. In unserem Z immer, in unserem Zimmer, die gegenüberliegenden Ecken. Das heißt, in ihm ist ein Urteil, und zwar das Urteil eines Schiffes. Das Schiff ist es Ani. Das ist dein Ani, dein blaues Ich. Ja. Und da kriegst du immer zwei Facetten geschenkt. Of If. Mhm. In welchen das unterste Ende des Mastbaums befestigt ist. Jetzt pass auf, jetzt kriegst du das Anfertigen eines Gewebes. Jetzt kommst du in den Webstuhl. Mhm. Das Weberschiffchen ist übrigens der Radius. Das heißt auch Weber, das hin und her fliegt in dem Gewebe. Jetzt wirst du eben. Eine doppelt aufgespannte Ebene öffnet sich. Das ist eben, ist übrigens ab. Ben ist der Stein. Das dritte Element übrigens. Lydium. These, Antithese 1, 2 wird zur Synthese. Die Ebene Wellenberg, Wellendal und Nulllinie. These, Antithese, Synthese. Das ist reine Physik. Wenn man folgen kann, kann man folgen. Aber jetzt wird es interessant. Jetzt kriegst du dann die Bäume in dem Webstuhl, das lange Gewebe, und jetzt kommst du zu den Idos. Wir sind bei historisch. Histos. Die Historie.
Das ist jetzt der Schiffsmast, aber da wollen wir jetzt reinschauen. Es ist auch die Kette im Aufzug selbst, das Gewebe, ein Stück, welches auf dem Webstuhl mit einem Male gefertigt wird, übertragen, Bau von Bienenzellen. Jetzt kommst du in die Sechserstruktur, Hüben 3 und Drüben 3, ja. Ganz öfters von Spinnen. SB innen, die raumzeitliche Wissen ist innen. Das, wir haben ja rot gelesen, SB ist unser Bewusstsein, ist die absolute Weisheit, und blau gelesen, raumzeitliches Wissen ist die Welle. Die Wellen sind innen. Jetzt kriegst du durch eigene Anschauung, durch die Sinne, ich bin in unserem Mesoskamus, durch die Sinne wahrnehmen und erforschen, sagst du mal das erforschen, was jetzt da ist, und nicht einfach Hirngespinste im Feinstofflichen in sich selbst aufbauen, die man nur geistlos nachäfft. Wir bleiben in dem, was man auch empirisch überprüfen kann. Was ist jetzt da? Du hast einen Monitor vor dir, da weißt du, wenn du mit genauer hinschaust, das geht eigentlich noch in einem gewissen Maß jetzt bei hochauflösendem Monitor nicht mehr, aber beim normalen Fernseher, wo man früher hatte, oder die ersten Flachbildfernseher, die nicht diese hohe Auflösung an Pixel hatten, konntest du die Rot-Grün-Blau-Lämpchen noch sehen. Das heißt, das weiße Licht, das du jetzt siehst, ist eigentlich schon eine Farbmischung, eine sogenannte additive Farbmischung. Wir haben natürlich dann auch ein Gegenteil, das ist die subtraktive Farbmischung, da waren die drei Farben, nämlich dann schwarz in der Mitte. Ja. In der Mitte ist dann schwarz, das ist Krishna. Ja. Und außenrum kriegst du dann das Weiß, das Weib mit scharfem S gelesen. Ja. Denk wieder an mein kleines Beispiel, diapositiv, diapositiv. Diese Erfahrung, das Erzählen, was man erfahrend erforscht, was man selbst erforscht, dann wirst du ein Wohlunterrichteter, der ein Zeugnis, ein Zeuge ist, der ein Zeugnis abgeben kann über das, was jetzt ist, der nicht nur Sachen nachschwätzt von Planeten, die sich um Sonnen rumdrehen, von Elektronen, die sich um Protonen und Neutronen rumdrehen. Zeig's mir, du Schwätzer. Das ist die Historie. Die Historie ist eine Erzählung. Das Erforschen durch Anschauung und Betrachten und Erkunden der eigenen Informationen. Wo kommen meine Informationen her, wenn ich da sitze und über was nachgrübel? Weil ich etwas in mir aufwühle. Das, was du in dir aufwühlst, ist das, was du zu fühlen bekommst, in dir drin. Halt einfach das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da. DR oben, da DR außen. DR, die geöffnete Berechnung, heißt Generation. Oben ist die kreisende polare Existenz. Schau das kleine Bild an. Und draußen ist DRAU, scharfes S, ist BAUB, was du beschwörst. Das ist das, das von dir Berechnete da draußen, ist eine reine blinde Beschwörung von toten Geistern. Das ist Holofeeling. Und wenn dir das jetzt zu viel ist, dann spring einfach ein Selbstgespräch vor. Das sind in 11 Minuten 14 Sekunden ist alles Wesentliche bis ins Detail beschrieben. Und jetzt kommt die Geschichtsschreibung. Aber Geschichten, Geschichten sind geistige Schichten in einer Z-Achse. Ja. Spiegel, 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 die gleichzeitig sind. Diese geistigen Schichten. Da können wir jetzt wieder unendlich drauf reingehen, Geschichte, und dann kriegst du den Webstuhl, den göttlichen Webstuhl, die Weberwerkstatt. Das ist die Historie, passiert im Hier und Jetzt. Das hat nichts mit irgendeiner ausgedachten Vergangenheit zu tun. Stille stehen wird die Zeit, und der erste Himmel und die erste Erde, die du bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Und das Meer wird nicht mehr sein. Einen Gott. Gott kann es nicht. G ist eben, der ist Null, aus dem aber alles entspringt. Ja. So, jetzt machen wir, lassen wir das gut sein, jetzt machen wir noch das Hieros, die Hierarchie. Die Arche habe ich in dem Selbstgespräch hier noch mit angesprochen. Ja. Da hat man auch, da gehe ich auch auf die Arche mit ein, wenn du schaust. Hier in den, die Worte. Da kommt dann unsere Deba ins Spiel. Aber wir schauen ganz kurz, das ist auch, das H gibt es nicht. Das ist dieses Gott ist er. Das ist eine Hierarchie. Immer dran denken. Das Opfer, Hierakos, jetzt kriegst du den Habicht. Haab, der Vater, ist eine Ich-Erscheinung, eine Ich-Spiegelung, ein immerseiendes Ich. Da kriegst du jetzt, das ist übrigens NZ. Ja. Das ist die Radix, der Prinz. Genau. Das habe ich gerade noch mit gehabt. Jetzt kommen wir zum Priester. Die Frucht, in der ich mich versteckt habe, das bist du, das Buch Esther. Ich werde, ich kann natürlich auch nicht verstecken bloß lesen, sondern dieses SDR wissen wir ja, E-Quadrat ist ein großes Geheimnis. Ja, genau.
Aber das lassen wir jetzt, dann landest du irgendwann einmal bei den Hieroglyphen, bei den heiligen Glyphen. Das ist dann die Heiligkeit, in der das Ganze sich abspielt. Und das Heilig, wissen wir ja, rückwärts gelesen, das ist die Freude Gottes. Und genauso ist es mit den Rei, mit der Rei He ist hier rückwärts gelesen. Das ist der Spiegel, ist die Quintessenz oder eine spiegelgespiegelte Wahrnehmung. Und das funktioniert, ich sage es, in allen Sprachen der Welt. Soweit man jetzt einmal Schriftzeichen, Griechisch, das Indogermanische, und dann muss man das umrechnen, mit so wie man verschiedene Computerprogramme umrechnet. Und dann gibt es eine gewisse Abwärtskompatibilität, also minderwertige, primitive Systeme kann man machen. Bleib in dieser Computermetapher. Und das muss dich momentan nicht interessieren. Und jetzt ruhe ich den Ball wieder sehr, sehr flach. Für dich als normalen Menschen wird es mir vollkommen geliegen, wenn du aufhörst, irgendwelche Meinungen, die du geistlos nachäffst, einfach dir dessen bewusst zu machen, kann ich's beschwören. Geh in einen Bereich, du kommst hundertprozentig sicher auf die höhere Ebene, wenn du sagst, ich halte alles für möglich, das ist so eine Aussage, die in sehr alten Selbstgesprächen drin ist, halt alles, was du hörst, für möglich. Egal, was dir einer erzählt, es ist eine neue Sichtweise, eine neue Facette, so kann man es auch denken. Aber Glauben, rot gelesen, das geistige Licht ist der Schöpfer, der verbindet seine Polarität in dem Zentrum, das er selbst ist. Ein Schöpfer verbindet das rote U, diese Polarität in sich selbst, und ein blauer Schöpfer, der spannt hier eine Polarität, eine aufgespannte Polarität. Und beides ist wieder wie Plus und Minus. Das gehört untrennbar zusammen. Das heißt, du glaubst, rot gelesen, es ist eine Gewissheit, ein geistiges Wissen, dass ich nur das beschwören kann, was jetzt da ist. Schon, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, kann ich nicht mehr beschwören. Und dann doch wieder, ich kann beschwören, dass ich das jetzt denke. Aber es war in der Vergangenheit nie. Was war mir in der Transversalen alles jetzt denken. Ich weiß aber, dass alles, was noch auftauchen wird, schon jetzt in mir drin ist. Und alles, was aufgetaucht ist, auch unabhängig von meinem jetzigen Buch, es gibt ja auch vorhergehende Bücher, die aber alle jetzt sind. Die Bibliothek, wie ich das nenne. Und das sind ganz einfache Metapher, die kannst du verstehen. Da musst du dir keine Krone abbrechen. Das ist so im Film, in dem Spiel, mir geht es auch gar nicht um Wörter auffächern. Es geht mir um diese einfachen Sätze, dass irgendwas in dir drin ist, das sagt, das stimmt eigentlich, was der Mann sagt. Und wenn er nicht diskutieren will, will er schon wieder eine Einseitigkeit intronisieren. Und du musst aufhören, vor irgendetwas Angst zu haben. Weil wenn du vor was Angst hast, hast du letztendlich von einer Information Angst, die du als träumender Geist selbst erschaffen hast. Aber jetzt träumender Geist ist was von dir ausgedachtes, was du dir nicht raussuchen konntest. Das heißt, ich lasse jetzt einmal, ich benutze das Wort Fehler, obwohl das ja eigentlich heißt, es fällt was zur Vollkommenheit. Das ist nämlich immer die Seite, die du bekämpfst. Egal, ob du sagst, das ist gut oder das ist schlecht. Egal, ob du sagst, das ist richtig oder das ist verkehrt. Du siehst eine Kollektion, nur eine Seite. Das ist mein Tassenbeispiel, das ich tausendfach erwähne. Und wenn du leidest, vergisst du das wieder. Darum sage ich, mach Karten. Du kriegst jetzt eine Facette. Früher habe ich immer das Beispiel gebracht, dass ich gesagt habe, lass alles, was in dir auftaucht, zuerst einmal auch deine eigenen Gedanken, wie du reagierst, durch ein Holofeeling-Virenscanner laufen. Was ist jetzt da? Das ist der Holofeeling-Virenscanner. Und dann, wenn ich irgendwas von Politikern oder Wissenschaftlern rede oder lese oder von einem Krieg lese, ist jetzt zuerst einmal einfach nur ein Monitor oder Fetzen Papier auf meiner Verarbeitung, wohlgemerkt eine sinnlich wahrgenommene Information von mir mit Worten. Und ich mache was aus den Worten und ich reagiere zwanghaft mit meinem Mechanismus auf diese Worte, indem ich mir ein Angstgefühl aufbaut. Das Angstgefühl, die Ursache ist nie der Reizauslöser. Ja, genau. Wenn ich Klingelingeling in mir auftaucht als sinnlich wahrgenommenes Geräusch, bin ich die Ursache, dass ich an eine Haustürglocke oder an ein Telefon denke oder an was ich auch immer denke? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen Holger ausspreche, was jetzt mit dem Namen Holger im ersten Moment für eine Figur in mir, was für ein Charakter in mir auftaucht, da kann dieses Wort Holger nichts dafür. Es macht mein Programm, das macht dieser extrem limitierte Intellekt, den ich zum Denken benutze. Und ich meine, es wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Und du wirst immer mehr merken, es sind wirklich die Menschen um dich herum, sind nicht mehr als Tiere, die große Masse.
Es ist hier zum Abschluss, dass ich immer wieder sage, was ist der Unterschied zwischen Intellekt und zwischen Instinkt? Solange wir im Bereich von Tieren bleiben. Der Unterschied ist rein quantitativ, in keinster Weise qualitativ. So wenig, wie ich jetzt zum Beispiel sage in Bezug auf normale Menschen, dass ein Dreijähriger ein minderwertiger Mensch ist und ein 50-Jähriger ist ein hochwertiger Mensch. Diese zeitliche Reife hat doch überhaupt nichts zu tun, die wir uns jetzt ausdenken mit der Qualität des Wesens als Ding an sich. Es sind beides einfach nur Trockennasenaffe. Ein kleiner und ein großer Trockennasenaffe. Und jetzt ist es, der Unterschied zwischen Instinkt und Intellekt ist schlichtweg und einfach der Unterschied zwischen einem ganz einfachen Taschenrechner, so wie man den ganz früher, sowas gibt es ja gar nicht mehr zu kaufen mit den 4 Grundrechnungsarten. Ich könnte jetzt wieder sagen, ich als Udo, wenn ich jetzt in meinem Leben zurückblätter, musst du wissen, dass wie ich zum Lernen angefangen habe hier, da hat es noch keine Taschenrechner gegeben. Das war genau die Übergangszeit. Kann er da gleich definitiv sagen, das war die Übergangszeit 1972, 73, 74. Sind die ersten Taschenrechner auf den Markt gekommen. Ich habe 160 Mark im Monat verdient als Lehrling. Man hatte Rechenschieber. Und dann habe ich mir einen Taschenrechner gekauft, weiß ich noch, der 280 Mark gekostet. Der konnte die 4 Grundrechnungsarten. Nur plus, minus, Zahlen und Mal. Und zwar 6 Stellen plus nochmal 6 dazu musste man aber dann umschalten. Das war's. Das war schon eine Riesenerleichterung. Und dann kommt irgendwann einmal der Jubilee Becker draus. Das war wissenschaftlicher, da konnte man auch Wurzel ziehen und Quadratur des Kreises. Aber das Teil hat, wie es auf den Markt gekommen ist, 2000 Mark gekostet. 2000 Mark, da müsste ich ein Jahr dafür arbeiten. Mittlerweile kriegst du einen Taschenrechner für 4,80 Euro zu kaufen, der wesentlich mehr kann wie dieser Jubilee Becker. Wir müssen da gar nicht reden, was da passiert ist. Aber was ich dir sagen will jetzt nochmal, und dann lassen wir es wirklich gut sein. Der Instinkt, wie du auch immer den definierst, welchem Tier du einen Instinkt zusprichst, das ist so ein einfacher Taschenrechner mit 4 Grundrechnungsarten. Der Intellekt ist, sage ich jetzt einfach, ein Jubilee Beckert, ein wissenschaftlicher Taschenrechner. Ich gehe noch einen Schritt weiter, ein Smartphone. Ist ja auch ein Rechner. Genau genommen noch ein viel komplexerer Rechner, wenn wir dann das Ganze noch mit Programmen als Computer sehen. Es sind beides vollkommen geistlos ausgedachte Rechenmaschinen. Ob du jetzt an eine Katze denkst, an einen Hund denkst oder du denkst an einen Trockennasenaffen, an Primaten, an einen Gorillen, Orang-Utan oder das, was du Mensch nennst. Das Einzige, was sich hier unterscheidet, ist, dass die Rechenfähigkeit, die mir diesen Dingen jetzt zusprechen, quantitativ aufgeblasen ist. Aber sie werden niemals als jetzt ausgedachte Existenzen in unserem Kopf niemals wissen können, wer sie ausdenkt, wer sie erschafft. Und jetzt ist nochmal der Unterschied, dass als so Tiere, da haben wir in einem der Bücher der Selbstgespräche, gehe ich darauf ein, dass ein Tier niemals göttliche Wunder erleben wird. Und diese göttlichen Wunder hast du jetzt, wenn du dieses Update unten den Text, die Liedchen dir anhörst und sehr aufmerksam zuhörst, was gesungen wird und vielleicht sogar noch die Wörter im Hinterfeld auffächern kannst. Das muss aber nicht sein. Hör auf den Zahlen zu. Es ist alles gut. Es wird nicht. Es ist gut. So wie am Ende des ersten Kapitels in der Bibel, wo ich dann ganz definitiv sage, es ist Miodov, es ist sehr gut. Dov Miodov, eigentlich so rum, immer Artikel wird hinten dran gestellt. Und da, wenn du die Wörter anschaust, die Wörter, die ich mit Holophilien kriegen, die eine unendliche Tiefe. Und das heißt, du kannst, wenn du ein Tier nimmst, auch wenn es ein Schimpanse oder Rudern ist, er wird nie göttliche Wunder erleben, weil um ein göttliches Wunder zu erleben, musst du zuerst einmal an Gott glauben, dann musst du wissen, was Gott ist. Der Schöpfer, was ist der Schöpfer? Du wirst irgendwann einmal bei dir selbst lang. Du bist der Schöpfer für den Traum, den du träumst. Auch wenn du noch als träumender Geist ein ausgedacht, ein Gotteskind bist, eine Facette, bis du wirklich erkennst, was du bist. Für deinen Traum bist du der Schöpfer. Ja. Egal, was du denkst, du erschaffst es. Und die Ursache, mein Maler, mein Pinselbeispiel, über 25 Jahre in Tausenden und Abertausenden Gesprächen, welche, die du zugreifen kannst über die Holofeeling-Seite und viele, wo du gar nichts mitkriegst, die sehr privat waren. Wiederhole ich das mit einer unendlichen Geduld. Ich sage immer, du hast alle Zeit der Welt, weil du ich bist. Die rennen nichts davon. Ich habe so eine Gleichmut und eine Gelassenheit. Wenn du so viel Leben, so viele Bücher schon durchlebt hast wie ich, um dann zu erkennen, dass du derjenige bist, der die alle erschaffen hat. Dann kommst du in einen Bereich, der jenseits, weit, weit jenseits deiner Vorstellungskraft ist. Aber es ändert nichts daran, dass ich dich erhebe, nicht den Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Mhm.
dich stelle ich vor alles, was du dir ausdenkst. Und jetzt ist es ja so, dass für diese Wunder musst du an Gott glauben. Eine Erkenntnis, kein ausgedachter Gott. Das wäre schon wieder geschöpft von dir. Und darum ist das große Problem, dass normale Menschen, deine Bundeskanzler, die letzten, wo du hast, die schwören nicht mehr mal auf die Bibel, weil sie es nicht mehr nötig haben. Das nimmt auch keiner mehr für voll. Das letzte Selbstgespräch, genau genommen dann das ja nur Auszug, das vorletzte, das ist das ganze Selbstgespräch mit dem Konzentrat, da sage ich, wenn du in einer jetzigen Welt in wissenschaftlichen Kreisen bloß das Wort Gott in den Mund nimmst, wirst du nochmal für vollkommen, weil du ein religiöser Spinner bist. Was genau, übrigens auch richtig ist, es sind alles religiöse Spinner. Die ganzen Esoteriker. Selbst wenn ich mir jetzt dann welche Gute denke, wenn ich jetzt einen Namen, mein Karl Renz, ich sage immer wieder, wenn es den geben sollte im Hintergrund, der hat das Wesentliche verstanden. Das Wesentliche. Keine Frage, das merkst du. Das merkst du. Aber er hat in keiner Weise nur einen Hauch von einer Ahnung, wie Schöpfung wirklich funktioniert, wie das Computerprogramm funktioniert. Was überhaupt nicht nötig ist. In dem jetzigen Leben hast du nur absolut mit einer hundertprozentigen sicheren Gewissheit zu wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn das für dich hundertprozentig sicher erkannt ist, und das ist dann erkannt, wenn du vor nichts und niemandem mehr Angst hast, was du dir ausdenkst. Auch keine Angst mehr hast, dass du was verlierst, weil du weißt, es ist ja jetzt in mir eine Information, die ich aus einem noch tieferen Innen als Geschenk bekomme, weil das in mir auftaucht. Und wenn ich jetzt ein neues haben will, muss ich das zurücklehnen. Du musst ja auch, wenn du einen neuen Film anschaust, willst jetzt im klassischen Beispiel die DVD rausmachen, die Datei schließen und eine neue Datei in den Arbeitsspeicher laden. Und wenn du eine neue Geschichte haben willst, musst du ein neues Buch zum Lesen anfangen. Und wenn du meinst, dein Buch ist so unheimlich klasse, nochmal ein Doch ist wie 1000 Jahre, ich lasse dich dieses Leben noch 1000 Jahre wiederholen, darum sind diese Filme da und täglich grüßt das mal mit dir zum Beispiel. Du stattest immer wieder ein, du gehörst zu denen, die nicht merken, dass sich der Dauch wiederholt. Das ist meine Geschichte mit der Seite 100. Ja. Und erst das, diese wirklichen Wunder, diese Quantensprünge, tun musst du als Mensch jetzt in deiner Rolle gar nichts, sondern Gemütsruhe beweisen, eine Gleichgültigkeit und jetzt kippt es dann schon, ich sage, dreh alles um 180 Grad. Das, was dir jetzt Angst macht, das ist auch endlich ein spannender Film. Ich verweise immer auf The Game. Wenn dein Bruder dann auftaucht, du bist die Hauptrolle in The Game. Ein aufgeblasener Arsch, dem meint, ihm gehört die Welt. Und sein Bruder, der gibt sehr, sehr viel Geld aus, um ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Du warst dabei, ein riesengroßes Arschloch zu werden. Du bist ein riesengroßes Arschloch. Ein Arsch, aus dem so viel Scheiße herausquillt, dass du weißt, was nachwächst. Man könnte, wenn man einseitig mich aus dem Zusammenhang reißt, den Eindruck haben, dass ich Feindbilder habe. Du müsstest einfach nur, ich springe mal, hol dir ein Video raus von 2001, Bayreuth-Vortrag. Ritter war anwesend. Das sage ich ganz ruhig, wenn du jetzt das Pixelmännchen noch mit einer VHS-Kassettenrekorder aufgenommen wenn du jetzt das Pixelmännchen vor dir siehst und du schaust die Physiognomie an, wenn er spricht, diese primitive Rhetorik, dann hast du sehr oft den Eindruck, dass ich als Pixelmännchen in dem Fall für was bin oder gegen was bin, dass mich was anwidert, wenn ich das Gesicht verziehe oder wenn ich lächle. Ich habe keine eigene Meinung, du interpretierst schon wieder Bilder. Du interpretierst Bilder, für mich ist alles vollkommen wertfrei. Und darum reize ich dich immer wieder auch bewusst mit Fehlern, die dann absolut gesehen doch keine Fehler sind. Man kann das alles erklären, wenn man es erklären kann, weil jedes Puzzlestück, das in dir auftaucht, ja ein integriertes Teil vom Heiligen Ganzen ist. Und das passiert, so wie du älter geworden bist, du bist vom Säugling, hast du dich jetzt durchgekämpft durch das Buch bis zu dem jetzigen Stand, wo du bist. Und dann sage ich immer nur, wenn du jetzt noch bei Seite 20, 25 festhängst, man hat jeder in dem Alter meint, er wüsste irgendwas. Und du wirst, verspreche ich dir, in einigen Jahren über dich lächeln und die lächeln und immer mehr sagen, mal bin ich blöd gewesen, um das abzuschließen. Wenn du vom Becher der intellektuellen Weisheitselemente trinkst, egal ob das religiös ist, ich rede jetzt intellektuell von religiösem Geschwätz, von esoterischem Geschwätz, es macht dich trunken, es kann dich wissenschaftlich in den Atheismus treiben oder, wenn du esoterisch gläubig bist, in einen ausgedachten Gottwahn verfallen.
Dass du dir einen ausdenkst und meinst, den du dir denkst, dass der mächtiger ist wie du. Damit entmachtest du dich. Ja. Und am allermeisten entmachtest du dich, wenn du irgendjemanden oder etwas, was du dir jetzt denkst, die Schuld an irgendetwas gibst. Absolut gesehen, wer hat es gemacht? Ich. Das ist dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Ganz einfache Erkenntnisse, ganz einfaches Deutsch, können wir übersetzen. Und du wirst dann merken, schau einfach, wie du reagierst, mach dir das bewusst und lerne das loslassen. Dreh es um 180 Grad und wirst du plötzlich merken, du freust dich jetzt, wenn du irgendwas Ärgerliches siehst, das symbolisiere ich mit den Fehlern im Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Sitzt du in der Prüfung, ich kann es doch nicht oft genug sagen, und du siehst sofort, was du anzukreuzen hast. Mhm. Ich sage das, all das, wo du dich aufregst, wo du Angst hast, was die Angst macht, das ist jetzt das, wo du ein Häkchen setzt und umblätterst und dabei lächelst und dich freust, dass du es jetzt erkannt hast, weil du dich jetzt nicht mehr darüber aufregst, sondern freust. Jetzt hast du diese Angst- oder Ärgerreaktion um 180 Grad gedreht. Diesbezüglich gehört aber auch, dass alles, was dir vorher unheimlich Freude gemacht hat, wird dich anfangen total zu langweilen. Ja. Weil du jetzt die Reife hast, dass du mit dem Kinderkack, wo du früher positiv resoniert hast, überhaupt nichts mehr anfangen kannst. Mit der Barbie, mit dem Roten Feuerwehr oder mit der Carrera oder dem Bond. Oder dann mit der Sexualität, egal in welcher Art von Sexualität du dich befindest. Da gibt es keine Schuldigen, die Homosexuellen und so weiter und so fort. Das ist, wenn man die Wörter im Original anschaut, das sind die Kinderschänder. Und Kinderschänder sind alle Menschen, die kleinere Menschen mit irgendeinem Scheiß zoomen, ohne die aufzuklären, was sie selbst sind. Eine wirkliche Erwachsene, wirkliche Eltern werden ihre Kinder zuerst einmal erklären, was sie sind. Und das beginnt nicht damit, dass ich sage, du bist ein sterblicher Trockennasenaffe. Du spitzt jetzt halt die Rolle. Das ist diese Welt der Insel, wo ich sage, wo alle mit Holofeeling erzogen werden. Die oberflächlich im Traum dieselben Bilder aufschmeißen, aber ohne Angst. Keine Angst mehr vor der Zukunft, sondern Neugier. Das ist mein Vorschlag. Das ist die Utopie. Ja. Also spielen wir noch eine Runde Leben, wie ich immer so schön sage. Und es wird jetzt passieren. Wenn es passiert, passiert es jetzt. Das ist auch, wenn ich immer Patsch sage oder Patch. Da steckt der, das ja. Patch, Patchach, das ist der Patcher. Du kriegst den nicht weg. Das ist nicht nur der UB. Das ist also sagen wir jetzt nicht Patsch, sondern sagen wir ganz einfach